Platz Nummer 10 belegt die Blockbuster-Mod. Viele Leute fragen sich, wie YouTuber die NPCs in ihren Stories machen. Diese Mod ist die Antwort. Mit einem Director-Block und einem Playback-Button ist es möglich, sich selbst mit verschiedenen Morphs aufzunehmen und abzuspielen, wann immer man will. Die Blockbuster-Mod kommt ebenfalls gut mit einer anderen Mod aus, welche hier noch höher platziert ist. Platz Nummer 9 belegt die Softer Hay Bales Mod. Diese Mod fügt keine neuen Items hinzu, sondern lediglich die Funktion, dass man, wenn man auf einen Heuballen springt, keinen Schaden bekommt. Ist lediglich eine kleine Spielerei, dennoch sehr empfehlenswert, wenn man bei einem Sprung gerade kein Wasser zur Hand hat. Auf Platz 8 befindet sich Instant Massive Structures. Wie viele andere Mods dieser Art fügt Instant Massive Structures Ein-Klick-Strukturen hinzu. In dieser Mod sind sogar sich bewegende Strukturen vertreten. Eine besondere Mod mit unverdienten 23.000 Downloads. Den 7. Platz belegt die Greenscreens Mod mit unglaublichen 611 Downloads. Wie der Name schon sagt, bringt diese Mod einen Greenscreen mit sich, mit dem wir witzige Effekte für unsere Videos machen können oder wie Chaoslo unseren Zuschauern einen Aprilstreich spielen. Platz Nummer 6 wird von Visuals belegt. Mit dieser Mod werdet ihr zukünftig sehen, was sich in sich öffnenden Truhen oder auf einem Amboss befindet. Ich persönlich würde mir wünschen, so etwas in den zukünftigen Versionen von Minecraft Vanilla zu sehen. Die Mod macht das ganze Spiel ein bisschen interessanter und man kann niemandem verheimlichen, was man gerade verzaubert. Auf dem 5. Platz befindet sich Logs, eine simple Mod, die gut für das Trollen von Freunden geeignet ist. Ist die Mod einmal hinzugefügt, könnt ihr eure Truhen mit Schlössern vor Einbrechern schützen oder auch in die Truhen eurer Mitspieler einbrechen. Fürs Einbrechen braucht ihr dieses Gerät und müsst ein kleines Minispiel absolvieren, um das Schloss zu knacken. Platz Nummer 4 belegt Trapcraft. Trapcraft ist so ziemlich die beste Trollmod, die es gibt. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, eure Mitspieler zu ärgern. Neben Stacheln, Ventilatoren, Fake-Blöcken, Bärenfallen und unzerstörbarem Feuer gibt es sogar neue Golems, die man mit einem Steve-Kopf und Holzblöcken baut. Eine magnetische Truhe ist ebenfalls vertreten, mit der ihr euren Freunden so richtig auf den Senkel gehen könnt. Die Bronzemedaille erhält Mist Biomes. Nein, es handelt sich hier nicht um Tierexkremente, sondern um das englische Wort für Nebel. Mit dieser Mod werden nämlich neue Biome hinzugefügt, in denen so viel Nebel ist, dass man es mit einer Sichtweite von 2 Chunks vergleichen könnte. Das macht das ganze Spiel ein wenig realistischer und spannender, da man nie weiß, was vor einem liegt. Alternativ zu dieser Mod kann man die vorhin erwähnte Sichtweite runterstellen. Die Silbermedaille darf Side Slabs bei sich aufhängen. Eine eher simple Mod, bei der ich mir wünschen würde, dass diese in Minecraft Vanilla eingeführt wird. Stufen haben mit Side Slabs die Funktion, auch senkrecht platziert zu werden. Eine kleine hilfreiche Spielerei, wenn man zum Beispiel eine Tapete machen will. Und auf dem 1. Platz ist die bereits am Anfang des Videos angesprochene Mod CMD Cam. Dies ist eine Kameramod, die auch ich in meiner Story-Serie Minecraft Noctem benutze. Man kann mit einer umstellbaren Taste Punkte an verschiedenen Orten und mit verschiedenen Blickwinkeln setzen, um eine Kamerafahrt einzustellen. Außerdem lässt sich der Bildschirm schräg stellen, was für Montagen gut geeignet ist.